Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Alter Mann spielt. Also ich wollte ja meine Flotten hier alle zusammenfügen und machen und so. Ich weiß nicht, das mit dem Flottenmanager ist ein voll irgendwie. Da ist, kannst du mir erzählen, was du willst. Da müssen sie dran arbeiten. Weil hier habe ich zig Schiffe, ich weiß gar nicht. Oder weil ich die alle zusammengebaut habe, demnächst baue ich nur noch für die einzelnen Flotten. Glaube ich. Kann ich die da reinstecken? Nein, kann ich nicht. Ist die erste Lyria. So, wenn ich jetzt hier gucke, Flottenmanager. Erste Lyria. So. Hat 34. Da ist Platz drin. Stehen die nicht zusammen? Doch, die stehen zusammen. Ich kann die nicht da reinmachen. Die Flottenzusammenfügung würde Flotte für 35 erhöhen. Eine Befehlsnehmen von 35. Aber wir haben doch, oder habe ich da was verguckt? Ja. Nur 24. Boah, ey, das ist doch. Packe ich die zusammen hier zu einer Flotte. So, mal gucken, ob ich die jetzt hier reinmachen kann. Das geht, das geht. Die fliegt jetzt hier hin. Wo ist die Flotte? Da. So, mal gucken, ob ich. Ein Schiff habe ich alle hier hingeschickt. Aber jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Enterprise macht. Energieprobleme haben wir noch nicht im Griff. Aber das können wir hinkriegen. Überbevölkerung haben wir immer noch hier. Ja, ich sollte erstmal Geld ausgeben für Mineralien ausgeben für Energieaufbau. Und ich habe Forschung. Energie vom Bergbaustation plus 10%. Ja, müssen wir nicht lange drüber reden. Müssen wir machen. Und ich habe gerade, wo ich auch noch mal die Excelsior-Klasse kann ich demnächst, habe ich in Forschung. Und ich sollte sowieso mal gucken beim Flottenmanager, nämlich vom Schiffsdesigner, neues Design, aufsässig. Was ist das denn? Ah, Defiant. Da haben wir Photon-Torpedos, mittlere Phasenladung. Schilde, ja. Die hat Flugkapseln, Tritanhüllen und kleine Flugkapseln. Da bin ich mir vollkommen einverstanden. Aber Flottenmanager, gucken wir mal kurz was. Aufsässig, warum heißt das auf? Wusste ich gar nicht, aber egal. So, was für eine Größe hat die? Schiffsgröße 1. Ah. Okay. Geschwindigkeit 92. Höhenstärke, ja. Aber die ist stärker als die Miranda. Nee, Bauzeit. 195. Wow. Nee, das ist links. Nee, Moment, wo ist denn die Stärke jetzt? Schilde 50. Schaden 9,51. Miranda macht Klasse, macht Schaden 12, ja. Nein, nein. Das ist ein kleines Flotte verstärken. So. Weiter im Text. So, Flotte für Reparatur abgeschlossen. Wunderbar. Dann verbessern wir sie. Dann haben wir hier Flotte verbessert. Flotte Melkor-Flotte verbessert. Ja. Zur Kolonie Marala in der Machromona ist er ein paar übergewandert. Okay. Dann haben wir den Erstkontakt. Schlagen Sie Ihr Austauschprogramm vor. Nehmen wir Geschenk an. Wir nehmen das Geschenk an. Oh. Das kann ich nämlich viel besser gebrauchen. Momentan. So. Herrscher gewählt. Wir haben Recover, den vorigen Mannschaft. Okay.
Du wirst erst Energie und dann werden wir hier Bergbaustation machen. Ich sehe gerade, ich brauche Lebensmittel. Gar nicht lustig. Aber das ist nicht schlimm. Federation News Bulletin. Rückkehr der US Voyager. Wow. Unsere Militärspezialisten, die sich der nahenden Borg-Bedrohung widmen, wurden von Captain Catherine Janeway als Föderationsschiff US Voyager kontaktiert. Captain Janeway ist jüngst aus dem Delta-Quadranten zurückgekehrt und bietet an, vertrauliche Informationen mit uns und anderen galaktischen Mächten zu teilen, in der Hoffnung, einen verheerenden Krieg mit dem Borg-Kollektiv zu vermeiden. Janeway bietet diese Hilfe jedem freiwillig an, der von einem Angriff der Borg bedroht sein könnte. Wird ihre vorgeschlagene Mission bewilligt, so wird sie auf das neue Forschungsschiff US Fairleys versetzt. Auf den Schirm. Janeway und Crew konnten die Borg-König vernichten und den Unikomplex, ein Netzwerk tausender mächtiger Borg-Strukturen, zerstören. Die Deckel eines neurologischen Pathogens, das sich speziell gegen kryptonetischen Organismen richtet, hat das Borg-Kollektiv im Delta-Quadranten vollständig destabilisiert und ihre Zahl drastisch schrumpfen lassen. Janeway schlägt vor, dass wir diesen Virus gegen die ihr befindlichen Borg einsetzen, um sie daran zu hindern, diesen Teil der Galaxie zu besiedeln und einschließlich den Knotenpunkt, durch den sie gereist sind, zu zerstören. Es könnte die einzige Hoffnung für Alpha- und Beta-Quadranten sein. Setzen wir hier Pathogen ein. Die Borg verwenden unsere Transportknoten, um sich Zugang zu diesem Teil der Galaxie zu verschaffen, verschaffen zu können. Wenn wir ihnen den Weg abschneiden und das Haupt-Borg-Schiff, das diese Knotenpunkte bewacht, mit Captain Janeways neurolytischem Pentagon vernichten, können wir die Kontrolle über die Knotenpunkte zurückerlangen und so für die Sicherheit der ganzen Galaxie sorgen. Tragen wir ins Logbuch ein. Kenntnis genommen. Oh, jetzt mache ich mal Pause. Mir fehlt hier ein Wissenschaftler. Ich habe 9 von 7. Das ist gar nicht lustig. Ich kann kein... Oh, da ist einer verfügbar. Wer bist du denn? Harry Floyd. 91. Dann nehme ich dich doch. Das finde ich gut. Trotzdem gucken wir ganz kurz. Technologie. Ich brauchte aber jemanden, der... Erstmal das ist priorisiert. Ja, das passt. Ich müsste einen haben, der Weltraumkundler ist. Habe ich einen Weltraumkundler? Spock ist ein Weltraumkundler. Ja. Und auf welchem Schiff saß er? Auf dem hier unten. So, aber... hier habe ich noch ein bisschen zu erforschen. Ja, hier werde ich hier müsste ich jemanden haben. Du. System erkunden. System erkunden. So, hat sie erstmal was zu tun. 91 sieht so gut aus. Dann benötigen wir. Die Enterprise ist hier, ne? Interrupted. Warum bist du denn? So. Das ist geklärt. Mission. Hat die Enterprise im Orbit? Bin gerade dabei.
Gucken wir mal. Enterprise. Wollt ihr erforschen? Derweil wurde verbessert. Die USA wurde komplett verbessert. Die neuen Systeme wurden getestet und betriebsbereit. Unser Flaggschiff ist bereit, wieder ins Unbekannte vorzustehen. Unsere Energie. Erstkontakt anzeigen. Missionsprotokoll. Moment, hier ist was, was ich. Drei Militärschiffe im Orbit, ein Forschungsschiff im Orbit. Moment, da müssen wir ganz schnell hin. Auf Karte verfolgen. Das beenden wir mal kurz, dann habe ich dann. Wo ist es? Da. Ihr fliegt dahin, definitiv. Dürftet nicht lange brauchen. Ein Forschungsschiff habe ich hier auch. Das ist nicht kommandiert. Nein, du hast Befehle kommandiert. Du hast wahrscheinlich keine Befehle. So. Ihr bewegt euch auch hierhin, aber dann hier am Rand, bitte. Na, Moment mal kurz. Wollte ich die nicht zusammenfassen irgendwie? Moment, ihr bewegt euch mal hier hin. So. Missionsprotokoll. Ich benötige drei Militärschiffe im Orbit und ein Forschungsschiff im Orbit, ja. So. Dann wollte ich. So, und gucken, ob ich die hier noch beipacken kann. Nein. So, dann ist die vollständig, die vollständig, ja. Dann haben wir hier ein Forschung. Ah, Befehlslimit erhöht. Wunderbar. Kulturstätte, Staatsanwalt, ein Slot. Brauchen wir das? Blocker. Nein, wir nehmen das hier. Priorität. Na, geh raus. Oh, ey, warum geht das nicht weg? Ich hasse es. Das ist wieder ein Fehler. Sentinel im Einsatz vermisst. Integration erfolgreich. Wunderbar. Wo ist die Sentinel? Du hast auch keine Befehle. Das kann doch nicht sein. Korruption, Fernsehsyndikat auf dem Schirm. Wir freuen Sie zu treffen. Wo auch immer die sind. Da. Integration abgeschlossen. Das heißt, ich habe wieder Truppen. Und habe massive Probleme. Aber das wollen wir später begucken. Ich glaube mal nicht, dass die da.
So, jetzt machen wir Pause. Hat die Eigenschaft Catherine Janeway. Oh nein, wenigstens schafft er es dort. Oh, Catherine Janeway muss ich hier haben. Wo ist denn die Fairless? Fragen wir mal so. Nicht, dass ich auch noch das. Nein, nicht das. Boah, ich. Forschungsschiffe. Warum tust du nichts? Aber ganz schnell arbeiten, meine Freundin. Arbeitsproduktion. Fairless. Ah, die ist im Sol-System. Das war klar. Nein, wir machen das. Wir riskieren es. So. Hierher bewegen. Die bewege ich auch hierher. Und die anderen sind noch unterwegs, ne? Waren noch mehr unterwegs. Wie fliegen die denn? Okay. Habe ich irgendwelche wissenschaftlichen Sachen hier? Da, ja. Oh, Data muss auch mal Aufgaben kriegen. Wo ist er denn da verfügbar? Anomalie. Anomalie, wunderbar. So. Dann haben wir das geklärt. Da haben wir Erstkontakt. Da oben. So. Spionageschiff. Spionageabwehr. Forschungsschiff. Hat nichts zu tun. Du bist da dran. Du bist da. Du bist da. Du machst was. Machst nichts, hast ja auch keinen Kommandanten. Du könntest mal hier System erkunden. System erkunden. System erkunden, System erkunden. Okay, ich habe so viele Forschungsschiffe. Du bist hier, keine Befehle. Anomalie. Du bist da, du bleibst auf Batmura. Data. Hat hier unten alles erkundet. System erkunden. System erkunden. System erkunden. System erkunden. Nicht herbewegen. System erkunden. Lasse ich jetzt so drin. System erkunden. Wunderbar. Dann haben wir dich noch. Du bist nicht besetzt. Bist auch nicht besetzt. Dann kommen die Konstruktionsschiffe. Dann haben wir es geklärt mit den Forschungsschiffen. So. Und dann werden wir uns mal die Enterprise angucken. Bin ja doch schon neugierig. Kann ich mir L, große Metaphase-Schilde. Okay.
Syringe-Klasse Enterprise E-Design. Metaphasenschilde. Spinalfaserlanze, Spinalfederlanze, ja. Große Quantentorpedos. Wunderbar. Unterschreite die Einsatzkapazität. Ach du Schöne, nee. Gar nicht gut. Nein. 126, 82 brauche ich. Hoffentlich. Oh, muss ich gucken, dass ich da. Und die fliegt genau da rein. Dürfte nichts passieren, hoffe ich mal. Research model. Ja, bewegen. So. Zur Enterprise hierher bewegen. Alle dahin bewegen. Janeway ist auch dabei. Wunderbar. Die sammeln wir erstmal. Ich weiß, sicher ist sicher. So. Hierher bewegen. Missionsprotokoll. Hallo? Janeway soll sich auch daher hinbewegen. Unser Auswanderungsteam hat sich am Ufer der gewaltigen Seen gebeamt und dort starke, unerklärliche Vibrationen gemessen. Wenn auch kein Hinweis auf den mythischen Tulugu, allerdings breitet sich der See rapide aus und droht irgendwo ganz Doriga 3 zu bedecken. Der Berührung der Wasseroberfläche hat sich das Wasser in einen brodelnden, gallerartigen Masse verwandelt und ein Teil des Außenteams verschluckt. Ah ja. Weiß, was das ist. Die Befreiung von Krumelia aus der gallerartigen Masse wird Zeit erfordern. Es ist möglich, dass es sich bei der Masse um eine neue, unbekannte Lebensform handelt. Womöglich gar der mysteriöse Tulugu selbst. In gallerartigen Massen verschwinden. Schützen wir die Einwohner fehlerfrei. Jetzt grauen sie den gesamten Planeten mit den gallerartigen. Haben wir überhaupt den Planeten? Bewohner? Hier haben wir doch Duraigo Prime. Da haben wir gar keinen Bewohner. Ja. Machen wir das so. So. We have surveyed a new star system. Oh, das haben wir schon mal wieder. Okay, jetzt brauchen wir nur noch Mineralien wieder plus kriegen. So. Missionsprotokoll. Forschung. Wunderbar. Mal gucken, was da rauskommt. Obwohl es richtig. Obwohl es reicht, erheben Anspruch auf unser System. Obwohl es rechtlich uns gehört, hat Cassian Union einen Anspruch auf Denubula gemacht. Okay.
Eine kleine Gruppe an Borghuben ist erschienen, um die Königin zu verteidigen. Janeway ist entkommen, doch wir müssen sie bald wie möglich zurückholen, nachdem wir uns um die Kuben gekümmert haben. Ansonsten verlieren wir unsere Chance, unseren Plan zu verwirklichen. Wir werden nicht nachgeben. Hoffentlich reichen da meine Schiffe. 1,7. Pause. Ich habe nichts dann. Geht nicht. Die zwei kriege ich nicht da rein. Warum? Stehen so weit weg. Ja. Mir völlig wurscht. Die fliegen jetzt da auch hin. Hoffentlich kommen die noch rechtzeitig zur Schlacht. Da sieht schlecht aus für den Kubus. Da. Oh, also mal viele Kubusse. Und Sentinel hat die Sentinel hat außerirdische Zusammenarchiv unter der ausgetrockneten Oberfläche scannt. Er wurde nur ein Samen, wo vermutlich hat jemand versucht, die Pflanzenart zu retten, bevor der Planet verrottet ist. Die Samen ist immer noch entwicklungsfähig. Analyse zufolge scheint es sich um ein genetisch verändertes Grundnahrungsmittel zu handeln, das sowohl Durahart als auch witterungsresistent ist. Was von ihnen gewonnenen Getreide ist ungiftig, jedoch lassen sich über den Geschmack noch keine Angaben machen. Man braucht eine Quarantäne oder geben wir die Samenforschung frei? Nee, Quarantäne. Oh, 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 das sieht schlecht aus für mich. Kaum irgendwas in der Rechte, das hatten wir schon mal. Austreibung von den seltsamen Phänomenen zur Folge hat die Crew überbrüchig die flammende Pflanzen, die einen winzigen Wüstenbaum ähnelt und überall auf dem Schiff wachsen begann. Bei den eingehenden Untersuchungen stellt sich die Version als flankernde Hologramme des illusierenden Samens heraus. Die mikroskopische Analyse Saatguts enthüllt einen komplexen Metacode, sein Erbgut. Okay. Zerstören wir den Samen oder entschlüsseln wir den Erbgut des Samens? Wir zerstören den Samen. Und das sieht ganz schlecht aus hier. Kann ich euch noch ablenken? Ich hoffe mal, dass ihr noch wegkommt. Die Idee war doch nicht so gut. Rückzug. Enterprise, zurückziehen. Die fliegen direkt rein. Zurückziehen. Eins, drei, 58. Meine Güte, dann hätten wir nicht mehr geschafft. 2,1. 4, 5. 2, 4, 6, 7. Ich brauche über 7K. Überlappen Sonnenfinstern hat die gerne 4A in einen ewigen Schatten gefangen. Die Geist. Steinschichten dieser kargen Welt verraten uns, dass sie einst mit Wasser
bedeckt war, bevor ihr Ozean verdampft sind. In ihrem massiven Gebirge verbergen sich einige der reichhaltigen Mineralienadern, die wir je gesehen haben. Unvollständige Glyphen sind die in den Hängen dieser Berge gemeißelt, über Äonen von Witterung glattgeschliffen. Hinweis auf ihre Schöpfer sind nicht zu finden. Geheimnisse, denen kein Ohr lauschen kann. Oder wir müssen graben. Fügt ja, ja, wir machen das. So. Ja, Rückkehr. Niri Stabilität, das ist ja gar nicht gut. So. Ich würde jetzt sagen, wir machen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Oh Mann. Was ist das denn hier? Ach ja, das sind die, die da übrig waren, weil das nicht geklappt hat mit der. Interrupted. Ja, genau. Da passt eigentlich noch alles rein. Ihr müsst doch da reingehen. Ja, wollte ich sagen. Ach, bestimmt die ganze Zeit falsch. Ja, ja, okay. So, wir haben einen ganz schön auf die Mütze gekriegt. Du bist interessanter, kommst da hin. Wunderbar. Wir müssen jetzt unsere Flotten verstärken. Nahrung brauchen wir. Flottenkampfstatistik. Ja. Ja. Verloren haben wir nicht viel, aber verlorene Schiffe, beschädigte Schiffe, verlorene Schiffe, beschädigte Schiffe, beschädigte Schiffe. Erkundet, wunderbar. Wen haben wir hier? Keine Ahnung. Wir benötigen. Oh, haben wir ein Missionsprotokoll irgendwie was hier? System und Borg sind schwer zu entschlüsseln. Wir müssen ihre Logistikstellen erneut auf Karte verfolgen. Da ist das. Ach du Schande, ne. Oh oh. Ich brauche 6K. Ja. Janeway. So. Reparieren. Aufrüsten. Reparieren. So, 1,4, 1,2. Dann haben wir hier 1,3. Müssen wir verbessern. So. List 2, Forschung, Flottmanager, List 2. Mmh.
List 2. Neue Schiffe. So. Flot Manager. Nee, Schiffsdesigner. Die kann ich nicht bauen, das weiß ich. Oder? Ja, das ist dasselbe Spielchen, was ich schon mal hatte, ne? Phaser. Reflektorschilde. Flugkapsel, Reserveimpulsantrieb. So. Das hat nicht genügend Energie. Genau das ist es, kann ich nicht machen. Ja, also das ist das. Ja. In Ordnung. Dann sage ich mal, wissen wir, dass wir die nicht machen können. Okay, ich sag mal, bis zum nächsten Mal, weil ich mache jetzt eine Pause. Die Niederlage hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe noch 572 Tage dafür. Dann brauche ich ganz schnell Schiffe. Legierung haben wir genug. Wir brauchen Energie, Nahrung und das kriegen wir hin. Markt kriegen wir nicht hin. Oh, wir produzieren ganz schön viel Ethereum. Wir... Falsche Taste. Machen wir mal 30 mehr, bearbeiten. Dann kann ich nämlich hier... entfernen. Und nein, nur 10 machen wir dazu, bearbeiten, dass ich wenigstens plus kriege. So, werden wir dann sehen. Niedrige Stabilität, da müssen wir natürlich was tun. So, Stadtdistrikt bauen, das kostet mich ein Stadtdistrikt. Ja, ich müsste eigentlich 2 bauen. Aber einer bringt mir ja schon was. Was bringt mir einer? 8. Ja. Und 2 Bürogebäude. 2 Wohnungen, ne? Oder waren das 5 Wohnungen? Wohnungen bringt mir doch auch. 5 Wohnungen, ja. Büroangestellte. Ich könnte hier. Plus 3 Bergbaudistrikte, ja. Hast du Merkmale? Meteorologen produzieren Legierung plus 2. Maximaldistrikte plus 2. Landwirtschaftsdistrikte minus 2. Okay. Tektonische Magma. Und Techter produzieren Mineralien plus 2. Landwirte produzieren Mineralien plus 2. Techniker produzieren Mineralien. Dann kann ich hier auf jeden Fall ein... und Landwirte produzieren auch Mineralien. Dann wird hier auch noch ein Landwirt produziert. Und bei Entfernen machen wir.
So. Da ist was, was... Nein, du bleibst erstmal da stehen. Gut. Ich sag mal dann bis zum nächsten Mal. Ciao.